Ihr Lieben, einen wunderschönen guten Abend wünsche ich euch. Ich hoffe, ihr hattet einen schönen Tag. Jetzt werden es auf jeden Fall noch einmal schöne 30 Minuten über den Daumen, eine halbe Stunde, der mit mir gemeinsam schön runterkommen und entspannen könnt. Mit Writing Bull und mit Anno 1800. Eine Kapelle begrüßt uns, ein Fest Konfetti regnet herab vom Himmel. Die Leute sind glücklich über unserer weisen Herrschaft. Vorne zu sehen die Kirche, dahinter, links dahinter liegend das Wirtshaus, dann weiterhin zur Küstenlinie hin der Marktplatz, die Feuerwehr, Hafen, unser Schiff, ein Kanonengeschütz draußen an der Küstenlinie, was nach rechts zeigt und die Piraten rund um ein Halo bedroht, sollten sie unserer Insel zu nahe kommen. Und rechts hinten, da ist das neue Viertel, das wir Ende der letzten Folge gebaut hatten und was wir auch neu gebaut haben. Zwei Häuser. Zwei Häuser der dritten Bevölkerungsstufe, die wir jetzt freigeschaltet haben. Die müssen direkt hier in der Kirche stehen. Nummer 1, euphorische Handwerker hausen hier. Und ein zweites Haus. Die haben natürlich exquisite Bedürfnisse, die es zu befriedigen gilt, aber davor müssen wir noch ein paar Zwischenschritte erledigen. Erster Zwischenschritt, wir werfen einen Blick in die Zeitung. Der Schreiberling hätte gerne, dass wir auf sein Werk drauf blicken. Ja, gerne. Neue eingetroffene Handwerker verleihen diesem Writing Bull eine bis dato unbekannte Kultiviertheit. Klingt freundlich, aber ich glaube, in den schönen Worten steckt was ganz schön Fieses drin. Dieser junge Mann hat nicht eine Schreibfeder, trägt nicht etwa eine Schreibfeder hinter dem Ohr, sondern einen Dolch im Gewand. Das Paradies auf Erden sind wir, das ist schön. Die Stadt ist feuerfest. Die Zweitstadt, das Dorf, das wir haben, alles gut. Nichtsdestotrotz, dass die Leute sehr zufrieden sind ob dieser Zeitung, nämlich gerne mit rechts und links, dass die Aufstandswahrscheinlichkeit sinkt, finde ich nicht ganz so wichtig. Warum sollen die Leute bei uns einen Aufstand machen? Wir wollen lieber dafür sorgen, dass durch die geeignete Propaganda mehr Steuern bezahlt werden. Entschuldigen Sie, ich habe Sodbrennen. War das jetzt schon Zensur oder bloß... Dann müssen wir uns natürlich um die Quest kümmern, die wir haben. Rattenkäfig. 7 Tonnen Stahl sollen wir bei der Gefängnisinsel von Eli Blickworth abliefern und 11 Tonnen Ziegelsteine. Das machen wir gerne. Unser Schiffchen, die Geist. Ist die Geist eigentlich nach dem Schattenwolf benannt von Game of Thrones oder umgekehrt der nach dem Schiff? Ich weiß es nicht. Mal schauen, ob wir alles dort haben, was wir brauchen. Ich denke aber schon. Wir brauchen zuerst einmal Ziegelsteine. Die haben wir in rauen Mengen. 10 Tonnen und noch eine Tonne weiter drauf. Dann brauchen wir auch Stahlträger. Hier sind sie. 7 Stück. Ich werfe auch einmal einen Blick zu der Insel hin, weil vielleicht können wir auch mal was mehr mitnehmen zum Handeln. Was brauchen die denn hier? Gott richtet jene, die etwas zu verbergen haben. Oh, das sieht gut aus. Sie brauchen Kartoffeln. Gehört natürlich klar für die obligatorische Kartoffelsuppe, den Eintopf, den hier Wärter und Gefängnis Insassen gleichermaßen bekommen. Vor allem brauchen sie aber Seife in unendlicher Menge und zu einem guten Preis. 192 Münzen pro Tonne. Das ist gut. Da nehmen wir unbedingt was mit. Das finde ich glorreich. Davon sollten wir viel da haben. Schaut mal hier. 77 Tonnen Seife. Wir füllen mal den dritten Slot hier komplett damit auf. Mehr können wir nicht mitnehmen. Achtung, der Pfeil war eben grün. Ich wette, der zeigt gleich ab ins Negative. Weil wir so viel mitgenommen haben. Ja, wir wissen aber, wir produzieren eigentlich genug. Da wir merken uns nur die Zahl, die 26. Das sollte kein Problem sein. Allerdings sollten wir auch noch mehr Seifesiedereien und die anderen Gebäude bauen, damit wir vielleicht auf Dauer hier eine Handelsroute einrichten könnten. Sir Archibald Blake bietet uns, ich bin mir nicht sicher, 13.200 Gold. Klingt noch viel, aber wir haben nur ein Schiff. Ich habe anderes damit vor. Wir müssen ja, was weiß ich, was hier abschießen. Ich glaube, bei der hohen Summe in der dritten Epoche jetzt, das ist nichts, das wir schaffen werden. Ist eher unwahrscheinlich, lehne ich eher ab. Auch wenn uns jetzt nichts Negatives droht. Hält man seine Versprechen. Ja, eben. Ich gehe das Versprechen niemals gar nicht ein. Das lasse ich mal bleiben. Wir fahren aber mit dem Schiffchen natürlich hier hin. Denn der Nachteil ist, auch wenn wir jetzt irgendwelche Kriegsschiffe beispielsweise auf der Karte haben, die wir dann jagen müssen, die jagen auch potenziell uns. Wir haben nur ein Schiff, wir haben wertvolle Items an Bord, auch wenn wir das Schiff jederzeit nachbauen könnten oder nachkaufen könnten, das ist im Augenblick, also ohne dass wir irgendwas an Flotte haben, das ist mir alles zu viel Chaos-Strategie.
Wir haben hier eine gute Seifenexportroute entdeckt. Das ist das einzige Schiff, das wir haben. Das hat Zeit. Was ich stattdessen gerne machen würde, ist tatsächlich für den Bau von weiteren Schiffen hier einiges Gutes tun. Eine Schiffswerft zu bauen hier macht Sinn. Damit wir aber Schiffe überhaupt dort fertigen können, brauchen wir Kanonen und Segel und für beides auch Produktionsrouten. Hier vorne, hier sind ja die Seifensiedereien. Auch hier gilt es noch mehr hinzustellen, noch mehr Gebäude. Das machen wir jetzt alles. Ja, genau das machen wir. Wir bauen vielleicht sogar ein weiteres Lagerhaus noch neben dieses hier hin. Oder leveln das auf. Wir leveln das erstmal auf. Und schauen mal, ob wir nicht noch eine komplette weitere Seifenbauroute hier hinstellen können. Seifenbaukette, das heißt eine Siederei, zwei Vasenmeistereien und zwei Schweinezuchtanlagen. Die wurden bislang von dem eine Lagerhaus versorgt, dessen Kapazität haben wir ordentlich erhöht. Vielleicht bauen wir noch ein zweites irgendwo hin. Mal gucken. Ich gehe zuerst in den Blaupausenmodus. Wir setzen eine Siederei ebenfalls hier in die Mitte hin. Dann brauchen wir Vasenmeistereien, genau. Zwei Stück, die stellen den Talg her. Eine hier. Eine daneben. Und dann noch die Schweinezucht. Die wir liefern direkt die Vasenmeistereien. Und von da geht es dann in die Siederei. Und von da geht es weiter ins Lagerhaus. Hier könnten wir Platz schaffen. Halten für ein weiteres Lagerhaus. Hier daneben. Eine Schweinezucht könnten wir hier hinstellen zum Beispiel. Eine auch nebeneinander. Rücken Sie endlich damit heraus. Etwas für alle Jahreszeiten. Ein echter Gesetzeshüter. Aufgabe angenommen, darum kümmern wir uns später. Sollen wir hier erstmal bauen, was es zu bauen gibt? Sehr hübsch. Sie brauchen dringend ein Lagerhaus. Perfekt. Das gefällt mir. Euch auch? Genau. Sehr gut. Super. Gespeichert. Gefällt mir bestens. Ganz knapp geht das oben mit den Handwerkern aus. Läuft aber. Eine Feuerwehr, die alle gut versorgt. Hier werden die Schweine gezüchtet. Die werden dann hier hingebracht. Da wird aus den Schweinen Talg gefertigt. Der Talg geht dann hier in die Siederei.
Daraus gibt es dann die Seife und die wird dann in diesem oder in jenem Warenhaus gelagert und kann dann vom Hafen aus verschifft werden. Alles gut. Sehr, sehr schön. Wir wechseln zu unserem Schiff. Und schauen mal, ob wir die Seife hier vertickt bekommen. Koordinaten eingezeichnet. Oh ja. 192. Gott richtet jene, die etwas zu verbergen. 9600, das ist ja super. Was, das lohnt sich aber wirklich. Das lohnt sich echt. Ich kann jetzt nicht ausrechnen, wie teuer es ist, die Arbeitskräfte da aufzustellen für diese Seifenproduktion. Vielleicht können wir sogar nachher eine Hand, wie heißt das, Handwerkerkammer heißt das, glaube ich, ne? Da daneben setzen und finden irgendeinen Experten, der uns preiswerter Seife herstellen lässt. Vielleicht finden wir den sogar hier. Ich beobachte sie auf Schritt und Tritt. Handelskammer, so heißt das genau, beeinflusst Tierhöfe, zum Beispiel unsere Schweinehöfe. Weniger Arbeitskräfte, das wäre schon. Wirtshäuser und Varieté. Oh, das ist zu teuer. Auch zu teuer im Moment. Beeinflusst Metzgereien. Na, das wäre wichtig für die Würste. Lassen wir erstmal sein. Aber das ist echt cool. Wisst ihr was? Die Geist schicken wir sofort zurück. Hierhin. Segel! Und schauen wir auf dem Weg dorthin, ob wir eine leichte Aufgabe annehmen können. Noch hier beispielsweise bei Madame Kahina. Hoppla, da ist sie nicht. Wo ist sie denn? Da. Nein, da ist eine Quest. Mal gucken. Ich brauche einen Spezialisten hierfür. Ja, können wir machen. Ich hoffe, du findest es aufregend. Das heißt, wir schicken das Schiff hier hin. Steuermann! Gehen jetzt zurück. Und nachdem wir hier eine sichere Quelle gefunden haben, eine sichere Geldquelle, werden wir also als nächstes zwei Produktionszweige aufbauen, die wir uns damit finanzieren, nämlich für Segel und für Kanonen. Dann bauen wir uns eine Schiffswerft, um Schiffe herstellen zu können. Wenn wir mindestens ein Schiff haben, dann können wir beginnen, die Seife von unserem Hafen aus immer rüberzubringen zur Gefängnisinsel und dort zu verkaufen. Das können wir mit dem Schachterschiff nicht machen. Wir haben ja eine Handelsroute, bei der ein Schachterschiff eingestellt ist. Diese einfachen Routen dienen aber nur dazu, um von den eigenen Inseln Waren hin und her zu transportieren. So kompliziertere Sachen wie, bringt bitte Waren zu einer anderen Insel, zu einem anderen Inselherrscher hin, um dort etwas zu verkaufen oder einzukaufen. Das können wir mit Schachterrouten nicht machen. Das brauchen wir jetzt, damit sich das lohnt, dass wir hier in die Überproduktion gegangen sind bei der Seife. Eine Schiffswerft, um uns ein Schiff herzustellen. Oder wir kaufen eins. Das können wir auch machen. Wir konnten hier ja auch ein Schiff kaufen. Das war hier, ne? Nee. Ach, ich fantasiere. War da nicht irgendwo eine Möglichkeit, Schiffe zu kaufen? Hier. Wenn Sie sich jetzt dran halten, sind Sie zum Tee zurück. Hier können wir ein Schiff kaufen. Was ist das denn für eins? Ein Clipper. Der ist ganz gut. Und den können wir kaufen. Wo kaufen wir den denn? Ich glaube hier drin oder wo? Kann auch sein, dass wir uns dem ersten nähern müssen, damit wir den kaufen können. Als Kind wurde ich einmal von einer Zeternin. Jetzt haben wir es. 8,5. Ist teuer, aber das können wir echt machen. Wurden wir noch gute. Ein Clipper ist gar nicht mal so schlecht. Den kaufen wir. Und mit und dem Clipper sagen wir jetzt. Oh, 175 kostet der laufende Unterhalt. Aber schaut mal, wie viel er mitnehmen kann. Der kann echt. Der könnte auch noch Kartoffeln. Wo stellen wir die Kartoffeln nochmal her? War das hier? Genau. Der könnte wohl so viel bekommen für die Kartoffeln nicht. Wie teuer war das nochmal mit den Kartoffeln? Wir bringen den Clipper erstmal zurück auf unsere Hauptinsel. Jetzt haben wir schon mal ein schönes, großes Handelsschiff. Das ist schon mal was wert. Der K-
kauft ja auch Seife in unendlich, der Illy Blickworth. Hoppla. Die Geist hat ein Problem. Einmal abschießen, komm. Gesichtet! Das sorgt auch für Respekt. So, jetzt geht's wieder zur Insel hin. Segel! Das ist der Clipper. Zweitausendfünfhundert Trefferpunkte, unser Flaggschiff 2.6, das ist schon gut. So, zurück zur Hauptinsel. Ein leichtes Minus, das ist klar. Wir brauchen erstmal mehr Leute hier. Sonst können wir gar nichts machen. Wir schauen erstmal, ob bei den Leuten, die wir haben, die Bedürfnisse befriedigt werden. Bei den Konsumgütern. Mhm. Die Seifenproduktion lässt nach. Zeigt uns der rote Pfeil, aber wir wissen, es nimmt eher zu. Eben hat man 26 Seife, steigt und steigt. Wir haben Probleme beim Schnaps. Da müssen wir uns aber nicht wirklich sorgen. Schnaps ist bei 89. Das kommt unter Beschuss. Das wird der Clipper angegriffen. Nein, der kann nicht zurückfeuern. Das Kanonenboot hetzt ihn und scheint genauso schnell zu sein. Da seht ihr mal, wie schnell so ein Clipper ist. Kanonenboot ist unheimlich fix, aber wir müssen einfach nur das Kanonenboot in, wir haben ja sehr viele Trefferpunkte, in Reichweite unserer Insel bringen. Das reicht aus. Dann wird er vom Kanonenturm abgeschossen. So. Rumproblem? Auch nicht unbedingt, Schnaps. Wir sorgen erstmal für mehr Bevölkerung hier. Hier können wir noch eine Lage hinbauen. Bauen wir mal ein bisschen enger. Wir gehören zur Unterschicht. Das sieht doch ganz ordentlich aus. Hier würde ich gerne geradeaus verlängern, das wird aber nicht klappen. Spielstand gespeichert. Oh, da habe ich gerade einen Denkfehler gehabt. Bitte mal weggucken, das ist mir ein bisschen peinlich.
Lobpreise. Jetzt klappt's. Du willst heiraten? Nicht zu glauben. So, das sieht doch gut aus. Wie geht uns es unseren Schiffen? Geist ist da. Okay. Auf ihren Befehl. Clipper ist auch da. Und Clipper heilt auch wieder langsam aus. Hat ein paar Trefferpunkte verloren. Schaut mal, geht automatisch. So, wenn wir hier einen Reparaturkran haben, der ist noch nicht baubar. Wenn wir den bauen, dann heilt das Schiff schneller aus. Und Hesperos, weiß nicht, ist das ein hübscher Name? Wie heißt nun mal der griechische Götterbote, der so flink ist? Herpes? Nein. Man traut sich kaum, den Namen hinzuschreiben. Es ist übrigens ein Buchstabe, den ich jetzt nur austausche. Heutzutage ist Hermes ja bisweilen ein bisschen in Verruf geraten, weil ein Unternehmen so heißt. Aber ich glaube, mit Hermes machen wir nichts falsch. Und dem geben wir jetzt eine Aufgabe? Nein, wir geben dem zwei Aufgaben. Der ist so fix. Wir sparen Geld ein. Wir haben die Schachterroute. Mal gucken, ob der sowas Komplexes schafft. Ich bin mir selber nicht sicher. Wir gehen mal hier. Die Schachterroute hier, die löschen wir mal. Boosterschiff. Nee, wir lassen es. Soll weiterlaufen. Wir gehen zurück, weil ich hätte gerne maximalen Export mit Seife. Wir machen eine Handelsroute. Wir nehmen den Hermes, den Götterboten. Wir legen hier los. Und es geht hierhin. Dann schauen wir mal, dass wir den Kurs ein bisschen hier so lang ziehen. Ein bisschen weg von da oben. Auch den Rückweg bitte. Genau. Und dann sagen wir bitte hier auf der Insel mitnehmen. Seife. Aber nicht alles. 50, ja, das könnte auch zu Problemen bald führen. Wir sagen, wir nehmen erstmal 20 mit und gucken, wie sich das dann so entwickelt. Wir nehmen mal 30 mit. Und dann hier bitte verkaufen. Es ist hier Fisch draus geworden, das gibt's doch gar nicht. Wie kommt denn der Fisch hier zustande? Habe ich mich eben verklickt? Jetzt aber. Es könnte vielleicht auch mehr sein als 30. Wir riskieren es mal mit. Wir sagen mal 40. Spielstand gespeichert. So, das wird, alles wird verkauft, was wir haben, und 40 wird geladen. Okay. Bestätigen das. Geben der Route natürlich noch einen Namen. Verkauf Seife und hoffen, dass es klappt.
Fände ich schön, wenn es klappen würde. Und auf geht's. Und startet erstmal ohne Seife an Bord. Ja, das ist ja clever. Warum startet ihr denn ohne Seife? Pausieren mal bitte. Handelsroute zurück. Ich sag dem, ich pack den mal Seife an Bord. Aus irgendwelchen Gründen, die mir nicht ganz klar sind, versucht er es zu verkaufen. Rute übernehmen. Und dann nachher erst die Ware zu holen beim ersten Mal. Das ist suboptimal. Habe ich irgendwas bei der Einstellung falsch gemacht? Verkauf Seife. Seife wird geladen. Seife wird verkauft. Seltsam. Also, nimm erstmal bitte Seife mit. Boah, so viel. Genau, wir nehmen alles mit. Es wird ja laufend nachproduziert. 5 Seife bleibt übrig. Wir sind gierig. So, und jetzt mache ich die Handelsroute an. Jetzt nimmt er die 82 Seife mit. Und wenn alles so läuft, wie wir uns das vorgestellt haben, fährt er zurück und verkauft ihm. Die Frage ist nur, ob der, wenn er zurückkommt, ob er dann wirklich 40 Seife da ist. Wahrscheinlich nullt er dann erstmal alles, was wir hier haben. Aber das geht auch, wir merken uns mal, der fährt ab und hier sind 4 Seifen. Wie viel wird es sein, wenn er zurückkommt? Okay. So. Wie läuft es denn allgemein? Wir hatten ja hier viele Gebäude gebaut mit der Versorgung der Bevölkerung, mit dies und jenem. Schnaps bei 79, immer noch konstant. Brot eventuell, wir merken uns eher die Zahl als das Symbol, das ist manchmal irreführend. Wir merken uns 128. Der Rest scheint irgendwie zu stimmen. Arbeitskleidung knapp unter 110. Wenn hier ein Wert unter 100 sinkt, dann wissen wir, wir müssen nachproduzieren, mit Ausnahme vom Schnaps. Jetzt gehen wir hier oben hin, wir haben sagenhaft viele Bauern. Und jetzt leveln wir sogar noch mehr aus. Schauen wir mal, was damit passiert. Und wir werfen natürlich noch einen Blick auf unsere Schiffe. Auf den Götterboten. Ist hier unterwegs. 4 Seife waren es bei der Losfahrt. Das ist unsere erste automatische Exportroute. Und das ist das erste Mal überhaupt, dass wir jetzt eine Ware mit Absicht in Überproduktion geben. In der Hoffnung, dass wir damit dauerhaft Verkaufserlöse machen können. Achso, das war der Punkt, den wir eingestellt hatten. Hier bitte mal drehen, um auf Nummer sicher zu gehen. Und da vorne geht er jetzt weiter zu der Gefängnisinsel, um den Betreibern der Insel Seife zu verkaufen, weil es da ein bisschen stinkt. Gute Seife aus der neuen Heimat. Bin mal sehr gespannt, ob das klappt mit dieser Idee, mit dieser Verkaufs- und Exportidee. Liebe Grüße und eine wunderschöne gute Nacht wünsche ich euch. Und ich hoffe, euch gefällt, was ihr hier seht. Und die Abenteuer, die wir haben, sind ebenso anregend wie auch entspannt für euch. Liebe Grüße, gute Nacht, bis bald, euer WB.